Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer zu Hause oder auch aus dem Büro vielleicht noch. Herzlich willkommen zu den COVID-19-Vorlesungsreihe der Technischen Universität München, zu der ich Sie heute Abend auch wieder ganz herzlich begrüßen möchte. Wir hatten ja jetzt eine zweiwöchige Pfingstpause und ich hoffe, Sie haben sich alle gut erholt. In der Zwischenzeit sind ja die Corona-Regeln wieder etwas gelockert worden und man sieht die Leute wieder im Café sitzen und auch ja, teilweise auch ohne Masken, weil das die Inzidenzzahlen zulassen. Sie wissen, wie es geht. Falls Sie das erste Mal dabei sind, erkläre ich es noch mal ganz kurz. Wir haben heute den Vortrag, den Sie im Livestream ja verfolgen können oder aber auch später nochmal sich auf dem YouTube-Kanal der TU München anhören können. Und ich kann es Ihnen jetzt schon versprechen, wir haben wieder zwei ausgewiesene Experten heute für Sie aus der Technischen Universität München zu dem geplanten Thema. Und Sie können im Anschluss an den Vortrag auch Fragen stellen über unseren Chat. Und wir werden das dann gemeinsam mit den beiden Experten dann auch diskutieren. Heute geht es um ein Thema, das heißt Personaleinsatzplanung und Bettenplan im Krankenhaus. Das klingt vielleicht ein bisschen sperrig, aber ich kann Ihnen sagen aus der eigenen Erfahrung, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar nämlich dann, wenn wir eine gewisse Grenze an Ressourcen haben im Gesundheitswesen. Und das haben wir in der Corona-Pandemie in den verschiedenen Wellen ganz eindeutig gespürt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man zu diesem Thema forscht und sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Wir haben zwei Experten. Ich möchte Ihnen die beiden Herren ganz kurz vorstellen. Zum einen haben wir Herrn Professor Alexander Hübner für Sie heute Abend. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre hier an der TU München und er hat den Lehrstuhl für Supply and Value Chain Management am Campus Straubing inne. Sein Forschungsschwerpunkt ist genau das, nämlich die Gestaltung nachhaltiger Lieferketten. Und darum geht es ja letztendlich, wenn es um das Thema Bettenplanung im Krankenhaus geht. Er hat Betriebswirtschaftslehre studiert an der Katholischen Universität in Eichstätt-Ingolstadt, hat da auch promoviert und eine Juniorprofessur angenommen und war dann aber auch in den USA an dem renommierten MIT, dem Massachusetts Institute of Technology. Da hat er ebenfalls eine Professur inne gehabt und hat dann auch einen Abstecher gemacht in die Industrie und war bei McKinsey. Und er zählt zu den Top 50 Ökonomen im Ranking der Wirtschaftswoche. Dann als zweiten Experten zu dem Thema haben wir Professor Clemens Thiel heute Abend für Sie da. Er ist Professor für Mathematik hier an der TU München am Campus Straubing. Und er hat die Professur für komplexe Netzwerke inne und beschäftigt sich in der Forschung mit effizienten Optimierungsverfahren und deren Anwendung auf praktische Probleme wie beispielsweise Personaleinsatzplanung für Ärzte im Krankenhaus. Er hat Mathematik studiert in Cambridge und an der Technischen Universität in Kaiserslautern und ist dann nach der Promotion gewechselt an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und hat auch eine Gastprofessur an der Universität Dauphine Paris inne gehabt. Ja, diese beiden Experten werden das Thema für uns aufarbeiten. Und soweit ich weiß, beginnt als erstes Herr Thielen mit der Personaleinsatzplanung und dann übernimmt der Herr Kollege Hübner und wird dann zur Beckenplanung sprechen. Dann darf ich Ihnen jetzt, lieber Herr Thielen, das Wort erteilen und wir freuen uns sehr auf Ihre beiden Vorträge und auch auf die Diskussion im Anschluss. Ja, vielen Dank für die nette Einführung.
Ich würde dann gerade mal meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, das funktioniert problemlos. So, jetzt sollten Sie eigentlich den Bildschirm sehen können. Genau, und jetzt auch die Folien. Genau, dann von mir auch herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Ich werde, wie gesagt, den ersten Teil übernehmen zum Thema Personaleinsatzplanung im Krankenhaus, was eines meiner Forschungsthemen ist, und möchte den Vortrag ein bisschen in drei Teile dabei teilen. Zunächst möchte ich Ihnen kurz die Bedeutung von guter Personaleinsatzplanung im Krankenhaus verdeutlichen, also die Bedeutung von guten Dienst- und Schichtplänen für das Pflegepersonal und das ärztliche Personal in Krankenhäusern. Anschließend möchte ich so ein bisschen darauf eingehen, welche Anforderungen denn an gute Dienst- und Schichtpläne gestellt werden und welche Auswirkungen die Covid-19-Pandemie insbesondere auf die Personaleinsatzplanung, diese Dienst- und Schichtplanung in Krankenhäusern denn hatte. Und zum Abschluss will ich dann noch einen Einblick in die Arbeit meiner Arbeitsgruppe geben, wo wir uns mit Personaleinsatzplanung hauptsächlich für Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern beschäftigen und dass wir da sehen können, wie wir da mit automatisierter Dienst- und Schichtplanerstellung auch während der Pandemie die Planung in Krankenhäusern in der Praxis unterstützen konnten. Beginnen möchte ich aber damit mit der Rolle der Personaleinsatzplanung im Krankenhaus. Und die ergibt sich natürlich insbesondere aus der großen Bedeutung und der zentralen Rolle, die das Personal in Krankenhäusern spielt. Qualifiziertes und leistungsfähiges und auch motiviertes Personal ist eine der wichtigsten Ressourcen, wenn nicht die wichtigste Ressource in Krankenhäusern und damit unabdingbar für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung, stellt aber gleichzeitig auch den größten Kostenfaktor in Krankenhäusern dar, was natürlich eine gute Planung dann auch aus wirtschaftlicher Sicht nochmal für die Krankenhäuser motiviert. Besonders verstärkt wird das Ganze durch den seit langem herrschenden Mangel sowohl an Pflegepersonal als auch an ärztlichem Personal in deutschen Krankenhäusern. Ja, da gibt es eben einen allgemeinen Mangel in ganz Deutschland, der schon seit vielen Jahren besteht. Und die meisten Krankenhäuser eigentlich haben Probleme, genug Personal zu gewinnen. Und das verstärkt natürlich, wie wir auch gleich nochmal sehen werden, zusätzlich nicht nur die Arbeitsbelastung des Personals, was vorhanden ist, sondern damit auch auf verschiedene Weise die Wichtigkeit von einer guten Personaleinsatzplanung. Unter Personaleinsatzplanung möchte ich hier jetzt konkret Dienst- und Schichtplanung verstehen, also die Erstellung von Dienst- oder Schichtplänen für das Pflegepersonal oder das ärztliche Personal. Und diese hat großen Einfluss einerseits auf die Effizienz des Klinikbetriebs und andererseits auch natürlich auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, die dort geplant werden. Ja, wenn ich immer Dienste kriege, die quasi vielleicht mit meinem Privatleben kollidieren, wenn ich da arbeiten muss, wo ich nicht möchte, wenn die Planung nicht fair ist unter den verschiedenen Mitarbeitenden, dann senkt das die Zufriedenheit. Und das ist natürlich für das Personal nicht schön, andererseits auch für die Arbeitgeber, für die Krankenhäuser, weil diese Beachtung von Wünschen der Mitarbeitenden ist ein zentraler Punkt, gerade wegen dem vorherrschenden Personalmangel, weil da besteht natürlich auch immer eine Abwanderungsgefahr, wenn bekannt wird, dass in einer Klinik eben die Planung da nicht gut funktioniert, ist das natürlich ein Nachteil für diese Klinik als Arbeitgeber. Und da besteht die Gefahr dann, dass das Personal sich dann andere Arbeitsplätze sucht. Ja, und dieser vorherrschende Personalmangel erhöht natürlich auch die Arbeitsbelastung, wie gesagt, des Personals und verstärkt damit nochmal zusätzlich die Bedeutung guter Planung. Was sind jetzt Anforderungen an gute Dienst- und Schichtpläne und warum ist diese Erstellung eine durchaus komplexe Fragestellung? Ja, da spielen einige Anforderungen zusammen, die da parallel beachtet werden müssen und verschiedene Ziele auch, die man erreichen will, die sich aber teilweise auch widersprechen, sodass es vielleicht auch nicht den einen optimalen Plan immer gibt, sondern da immer Kompromisse gefunden werden und man dann eben einen möglichst guten Plan insgesamt am Ende rauskriegen möchte. Und eine Sache sind natürlich Mindestbesetzung und Qualifikationsanforderungen, die bei der Planung zu beachten sind. Ja, ich muss eben
alle Dienste oder Schichten, die zu planen sind, auch wirklich besetzen. Bei einem Krankenhaus, was meistens 24 Stunden, 7 Tage die Woche in Betrieb ist und wo jederzeit eine Notfallversorgung auch nachts aufrechterhalten werden muss, da ist es eben nicht so einfach möglich, da mal jetzt die Nachtschicht unbesetzt zu lassen. Ja, das hätte sofort starke Auswirkungen. Das heißt, da hat man relativ wenig Flexibilität bei der Planung. Zusätzlich müssen natürlich auch andere Mindestbesetzungen, beispielsweise über Tag auf Stationen, eingehalten werden. Es muss eine bestimmte Anzahl Pflegekräfte und Ärzte auf jeder Station zur Verfügung stehen. Und da werden dann zusätzlich noch Qualifikationsanforderungen gestellt. Zum Beispiel, dass auf jeder Station auch mindestens ein Facharzt oder ein Oberarzt verfügbar sein sollte. Zusätzlich müssen natürlich Regeln des Arbeitszeitgesetzes und auch tarifvertragliche Regelungen bei der Planung eingehalten werden. Es gibt maximale wöchentliche Arbeitszeiten, die nicht überschritten werden sollten oder nur im Ausnahmefall überschritten werden dürfen. Es gibt einzuhaltende Mindestruhezeiten zwischen verschiedenen Schichten und es gibt tarifliche Begrenzungen an beispielsweise Anzahlen an Nachtdiensten oder Wochenenddiensten, die pro Monat zu leisten sind. Ja, vielleicht haben Sie das eventuell auch mitgekriegt. In letzter Zeit gab es da bei den Ärzten beispielsweise verschiedene Neuerungen, dass in verschiedenen Kliniken deutschlandweit teilweise Tarifverträge jetzt gemacht wurden, wo eben eine Begrenzung auf 4 Nachtdienste pro Monat tarifvertraglich geregelt ist, beziehungsweise es werden in manchen Kliniken jetzt 2 dienstfreie Wochenenden pro Monat für jeden Ärztin oder jeden Arzt garantiert. Und das sollte natürlich dann bei der Planung auch eingehalten werden. Ja, da gibt es auch Ausnahmeregeln, dass das mal verletzt sein darf, aber insgesamt sollte das so weit wie möglich eben immer eingehalten werden. Die bereits angesprochenen Wünsche der Mitarbeitenden spielen natürlich auch eine zentrale Rolle. Zufriedenes Personal arbeitet besser und damit ergibt sich eine bessere Patientenversorgung. Ja, das heißt, welche Wünsche kann man da betrachten? Ja, beispielsweise, grob gesprochen, kann man Wünsche nach einer Einteilung für einen spezifischen Dienst oder eine spezifische Schicht an einem bestimmten Tag betrachten oder auch, fast noch wichtiger, Wünsche nach dienstfrei an einem bestimmten Tag. Ja, aus privaten Gründen kann es sein, dass werden ja auch Dienste insbesondere am Wochenende geplant, dass man eben aus privaten Gründen an bestimmten Tagen eben keinen Dienst haben möchte. Und wenn man solche Wünsche dann angeben kann, dann hätte man natürlich auch gerne, dass die bei der Planung berücksichtigt werden. Und das ist tatsächlich von sehr großer Bedeutung auch für die Personalzufriedenheit, sodass die Mitarbeitenden da auch ihr Privatleben parallel zum Beruf zuverlässig planen können. Ein bisschen in die gleiche Richtung geht der nächste Punkt, dass man eine faire Verteilung der Arbeitsbelastung gerne erreichen würde unter den Mitarbeitenden. Ja, und zwar einerseits eine faire Verteilung der Gesamtbelastung, ja, weil nicht jeder Dienst oder jede Schicht ist gleich von der Belastung, die dadurch entsteht. Und andererseits auch eine faire Verteilung, insbesondere von sowas wie Nacht- oder Wochenendarbeit. Ja, da sollte es eben nicht so sein, dass da einer laufend die Wochenenddienste bekommt und die anderen beispielsweise nur unter der Woche eingesetzt werden. Das würde zu großer Unzufriedenheit führen. Das heißt, da sollte man eine gewisse Fairness erreichen. Wobei Fairness natürlich ein weiter Begriff ist. Heißt nicht unbedingt, dass jeder da genau gleich viele Dienste oder Schichten jeder Art dann am Ende bekommen soll. Da müssen natürlich auch andere Aspekte, verschiedene Arbeitsverträge, verschiedene Qualifikationsstufen oder Teilzeitarbeit und so weiter dann mit einbezogen werden. Aber insgesamt möchte man dann eine faire Verteilung der Arbeitsbelastung erreichen. In der Realität sieht das teilweise leider heute noch so aus, obwohl, wie wir gerade gesehen haben, die Personaleinsatzplanung im Krankenhaus da nicht nur eine enorm wichtige, sondern auch eine relativ komplexe Aufgabe ist. Ja, sieht es trotzdem in der Praxis, zumindest beim ärztlichen Personal, heute in vielen Kliniken noch so aus, dass von Hand auch mit Zettel und Papier geplant wird, ohne Fortschritte digitale Planungsunterstützung. Und da können Sie sich vielleicht vorstellen, bei den ganzen Bedingungen und Zielen, die wir gerade gesehen haben,
die bei der Planung eine Rolle spielen, dass das ja vielleicht schwierig hinzubekommen ist, zumindest in großen Kliniken, und dass da dann eventuell auch Verletzungen dieser verschiedenen Anforderungen daraus resultieren werden. Dazu ein Zitat von unserem Bundesgesundheitsminister vom Januar letzten Jahres, also 2020, also noch vor Beginn der wirklichen Beginn der Covid-19-Pandemie, hat Jens Spahn gesagt, er habe manchmal den Eindruck, die Arbeitgeber im Gesundheitswesen planen noch so wie in den 90er Jahren, und das gehe halt im Jahr 2020 nicht mehr. Ja, das heißt, unser Gesundheitsminister hat hier auch erkannt, dass es Not tut, moderne digitale Planungsmethoden und Unterstützung hier für die Personaleinsatzplanung in deutschen Kliniken zu bekommen. Ja, das war also schon vor der Pandemie so, dass es da einen großen Bedarf gab. Ja, aber dann kam eben noch dann die Covid-19-Pandemie dazu. Und da möchte ich jetzt ein bisschen aufzeigen noch, was die Pandemie für Einflüsse gehabt hat auf die Personaleinsatzplanung in Krankenhäusern und was sich daraus dann ergibt. Und zwar habe ich hier links aufgelistet verschiedene Pandemiefolgen, die sich ergeben haben in Krankenhäusern, und rechts dann konkrete Auswirkungen daraus auf die Personaleinsatzplanung, auf die Dienst- und Schichtplanung. Eine Sache, die in sehr, sehr vielen Kliniken geschehen ist, ist, dass es eine Auftrennung gab in sogenannte Covid-Stationen und in normale Nicht-Covid-Stationen. Ja, das heißt, man hat die Covid-infizierten Patienten getrennt von anderen Patienten. Und das hat auch dann in vielen Fällen zu einer Personaltrennung geführt. Ja, das heißt, Personal, das auf Covid-Stationen eingesetzt wurde, wurde dann in vielen Fällen eben nur noch auf diesen neu eingerichteten Covid-Stationen eingesetzt und stand für andere Dienste oder Schichten auf anderen Stationen nicht mehr zur Verfügung. Ja, das hat dann hier auf der rechten Seite dann zu einem zusätzlichen Personalbedarf geführt, ja, weil neue Dienste und Schichten eben zur Betreuung der Covid-Stationen eingerichtet werden müssen und eben auch diese Personaltrennung dann dazu führt, ja, dass sich die Planung zusätzlich kompliziert und nicht mehr jeder Mitarbeiter vielleicht für jede Schicht oder jeden Dienst, den er vorher hätte übernehmen können, jetzt zur Verfügung steht. Ja, und es führt natürlich, das ist der zweite Punkt links, auch zum zusätzlichen Personalbedarf aufgrund zusätzlicher Maßnahmen wie aufwendiges An- und Ausziehen von Schutzkleidung auf den Covid-Stationen. Häufig mussten auch regelmäßige Covid-Tests sowohl vom Patienten als auch vom Personal durchgeführt werden. Und das alles erhöht natürlich den Personalbedarf, weil es einfach Zeit kostet für die Mitarbeitenden im Krankenhaus. Auf der anderen Seite gab es zumindest zeitweise in vielen Kliniken ein reduziertes elektives Behandlungsspektrum und auch ein reduziertes, vor allem nächtliches Notfallaufkommen. Ja, können Sie sich vorstellen, unter anderem durch an vielen Stellen den Regionen vorherrschende Ausgangssperren, die ja jetzt zum Glück im Wesen wieder aufgehoben sind, aber die es längere Zeit gab. Wenn so eine nächtliche Ausgangssperre besteht, dann kommen natürlich in der Nacht auch weniger beispielsweise Unfallpatienten ins Krankenhaus, weil es weniger Autounfälle gibt, weil die Leute nicht rausgehen zum Feiern und solche Dinge. Und auf der anderen Seite eben das reduzierte elektive Behandlungsspektrum resultierte daraus, dass an vielen Stellen eben Kapazität im Krankenhaus für die Covid-Behandlung freigehalten werden musste. Und das hat dann dazu geführt, dass elektive Eingriffe, die man eben verschieben konnte, verschoben wurden. Und das hat an manchen Stellen dann eben auch zu einem geringeren Personalbedarf geführt durch den Wegfall bestimmter Dienste oder Notdienste. In manchen Kliniken wurden bestimmte Notdienste in der Nacht nicht mehr besetzt, weil sie einfach nicht mehr benötigt wurden. Und das muss natürlich bei der Planung dann berücksichtigt werden. Der vielleicht wichtigste Punkt allerdings ist der unterste, dass zumindest lange Zeit es eben Fälle von Infizierten oder in Quarantäne befindlichen Personal gab. Ja, also nicht die, wie Sie vielleicht schon gehört, Pendelquarantäne, die man an manchen Stellen gehabt hat, wo das Personal dann mit FFP2-Maske arbeiten darf und sich ansonsten zu Hause in Quarantäne befinden musste, sondern tatsächliche Quarantäne, wo das Personal auch nicht zur Arbeit gekommen ist. Ja, das bessert sich inzwischen jetzt sehr, weil das medizinische Personal zum großen Teil inzwischen geimpft ist. Aber auch das ist noch nicht in allen Kliniken durchgehend der Fall.
Ja, und insbesondere deswegen, das resultierten dann viele kurzfristige Änderungen von Dienst- oder Schichtplänen und es mussten Ersatzbesetzungen gefunden werden oder ganze Ersatzpläne erstellt werden, wo quasi ein Notfallplan gemacht wurde. Was tun wir denn, wenn jetzt beispielsweise unser Wochenenddienst eben samstags morgens nicht zum Dienst erscheinen kann? Wer übernimmt das dann? Was ich Ihnen jetzt vorstellen will noch, sind verschiedene Ansätze zur Planungsunterstützung, die ich mit meiner Arbeitsgruppe entwickelt habe und so ein bisschen damit aufzeige, wie man auch allgemein mit modernen mathematischen Optimierungsverfahren und moderner Software und digitalen Methoden eine Planungsunterstützung geben kann für die Dienstplanung allgemein, aber auch speziell während der Covid-19-Pandemie. Dazu arbeitet meine Gruppe mit verschiedenen Fachabteilungen, mittelgroßer bis große Kliniken aus ganz Süddeutschland zusammen. Und der Fokus dabei liegt jetzt konkret auf der Dienstplanung für Ärztinnen und Ärzte. Also hier stehen jetzt Ärzte und Ärzte im Vordergrund bei meiner Arbeit und nicht so sehr das Pflegepersonal an der Stelle. Was wir entwickelt haben, ist ein spezielles mathematisches Optimierungsmodell zur Dienstplanerstellung. Und zwar eigentlich nicht ein Modell, sondern das ist quasi ein angepasstes Modell für jede Fachabteilung bzw. Klinik, ja, weil die verschiedenen Planungen in unterschiedlichen Kliniken und Fachabteilungen eben sich doch sehr unterscheiden. Da muss man eben angepasste Modelle benutzen für jede Fachabteilung oder Klinik. Ja, und das Ganze ist integriert in eine webbasierte Oberfläche, die zur Datenerfassung und zur Anzeige von Dienstplänen und Einträgen von Wünschen von Mitarbeitenden dient, was ich Ihnen gleich noch kurz demonstrieren möchte. Worauf ich jetzt nicht sehr eingehen will, ist das, was Sie hier sehen. Da sehen Sie einen kleinen Auszug aus einem dieser mathematischen Planungsmodelle. Ja, also das ist wirklich ein kleiner Auszug. Diese ganzen Gleichungen und Ungleichungen, die Sie hier irgendwie sehen, die dienen uns dann dazu, eben wirklich mathematisch zu modellieren, was da passiert. Ja, Bedingungen hinzuschreiben, so dass sie dann auch der Computer quasi versteht am Ende und da eine Lösung für finden kann. Beispielsweise, dass man sagt, jeder Dienst muss auch besetzt sein im einfachsten Fall. Ja, und auch die Integration von Wünschen und allem anderen, das kann man dann alles mathematisch fassen. Und und das ist dann in diesen vielen Gleichungen da dann enthalten. Da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Das Wichtige ist nur, diese Modelle, die muss man eben im Wesentlichen wirklich für jede Fachabteilung, jede Klinik getrennt formulieren, weil sich die Planung eben da dann doch relativ stark unterscheidet, zumindest wenn man auch wirklich alle in der Praxis auftretenden Bedingungen mit einbeziehen möchte. Was ich stattdessen zeigen will, ist so ein bisschen, was jetzt unsere Planungssoftware leisten kann. Und was man damit auch quasi im Krankenhaus konkret verbessern kann, auch während der Pandemie. Ja, und zwar geschieht da eine weitgehend automatisierte Dienstplanerstellung durch das mathematische Modell, ja, die dann die verschiedenen Dinge, die wir uns an Anforderungen vorhin angesehen haben, eben bestmöglich erfüllt. Unter anderem die Mindestbesetzung und Qualifikationsanforderungen, ja, für Notdienste, für Nachtdienste auf den Stationen, sowohl intensiv als auch Normalstationen und auch an anderen Stellen bei OP-Teams oder Funktionsstellen wie Katheterlaboren oder sowas, da werden alle Besetzungen ja soweit möglich erfüllt. Natürlich können wir auch kein Personal herzaubern, wenn der Personalmangel so stark ist, dass niemand zur Verfügung steht, können wir das auch nicht vermeiden. Ja, aber zumindest, was wir da leisten können, ist unvermeidbare Unterbesetzung wegen Personalmangels dann frühzeitig zu erkennen in der Planung, sodass diese eben frühzeitig bekannt sind und man dann darauf eventuell dann doch noch reagieren kann. Außerdem wird bei der Planung natürlich das Arbeitszeitgesetz und alle tarifvertraglichen Bestimmungen eingehalten. Soweit das immer möglich ist, werden Ruhezeiten zwischen verschiedenen Diensten und Schichten beachtet. Auch diese jetzt tarifvertraglich festgelegten Höchstzahlen an Nachtdiensten pro Monat oder garantierte Mindestanzahl an freien Wochenenden. Das wird eben natürlich wann immer möglich bei der Planung beachtet. Und genauso ganz zentral sind wirklich die Wünsche der Mitarbeitenden in der Planung, diese zu berücksichtigen. Das werden wir uns gleich nochmal kurz angucken, auch wie die Mitarbeitenden diese dann da unter anderem äußern können. Ja, also das ist wirklich in dem Fall für jede Ärztin oder jeden Arzt, können da Wünsche nach Dienstübernahme oder auch dienstfrei an jedem einzelnen Tag oder teilweise für jeden einzelnen Dienst da abgegeben werden, die dann bei der Planung mit eingehen.
Weiterer zentraler Punkt ist die vorhin angesprochene faire Verteilung der Arbeitsbelastung, die dabei erzielt werden soll. Und was jetzt da fair genau bedeutet, ist an verschiedenen Stellen unterschiedlich. Ja, aber insbesondere soll da eigentlich immer eine faire Verteilung von Nacht- und Wochenendarbeit erzielt werden und eben verschiedenste andere Bedingungen, die dann von Klinik zu Klinik da unterschiedlich auch wieder sind. Ein wichtiger Punkt für insbesondere die Planungsunterstützung während der Covid-19-Pandemie, den wir schon vorher in unserer Software integriert hatten, ist das unten dargestellte, nämlich die Entscheidungsunterstützung bei kurzfristigen Änderungen von Dienst- und Schichtplänen. Ja, das trat auch vor der Pandemie schon auf, dass mal Personal kurzfristig krank wurde und nicht zum Dienst erscheinen konnte beispielsweise. Das gab es natürlich auch vor der Pandemie. Ja, und was wir da an Unterstützung leisten können, ist eben, dass unsere Software ja, optimale beziehungsweise auch verschiedene mögliche Ersatzbesetzungen für jeden einzelnen Dienst bestimmen kann und dann dem Planer anzeigen kann, sodass dann bei kurzfristigen Ausfällen auch bestmöglich reagiert werden kann und bestmöglicher Ersatz gefunden werden kann. Und diese Änderungen sind dann auch komfortabel über die Web-Oberfläche möglich und können damit dann auch den Mitarbeitenden kurzfristig bekannt gegeben werden. Das werden wir uns gleich nochmal genauer ansehen. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Hier sehen Sie mal so den Login-Screen von einer der Abteilungen, wo wir diese Software schon seit längerem im Einsatz haben. Also jeder Mitarbeitende hat dann einen eigenen Account, wo er sich in die Oberfläche einloggen kann, kann dann unter anderem da in der Oberfläche seine Abwesenheiten eintragen und speziell seine Dienstwünsche. Ich weiß nicht, ob man alles hier an der Schrift her erkennen kann bei Ihnen, ja, aber da kann man eben für jeden Tag dann wirklich einen Wunsch abgeben, beispielsweise, also ob man überhaupt anwesend ist und verfügbar für Dienste oder ob man sich einen speziellen Dienst wünscht oder am wichtigsten natürlich, dass man sich vielleicht an dem Tag den Dienst frei wünschen würde. Ja, das sieht dann so aus. Da hat man verschiedene Optionen, die natürlich auch anpassbar sind, je nach Situation und kann dann da quasi für jeden einzelnen Tag seine Wünsche da eintragen. Später können sich dann auch, wenn der Plan erstellt wurde, das passiert normalerweise in den meisten Fällen hier jetzt für eine Periode von einem Monat am Stück immer und mindestens einen Monat im Voraus, sodass die Pläne auch rechtzeitig den Mitarbeitenden bekannt sind. Aber wenn der Plan dann veröffentlicht wird, können sich die Mitarbeitenden auch den Plan dann insgesamt hier in der Oberfläche anzeigen lassen und können ihre eigenen Dienste, die sie zugeteilt bekommen haben, sich auch in ihren eigenen Kalender dann direkt exportieren oder diese nochmal getrennt speziell anzeigen lassen. Wie geschehen jetzt solche kurzfristigen Änderungen am erstellten Dienstplan, ja, die auch natürlich nach der Bekanntgabe, ja, der Plan wird einen Monat vorher bekannt gegeben, ja, dann noch kurzfristig möglich sind, während die Planungsperiode der Monat wo der Dienstplan dann umgesetzt wird, bereits läuft. Wenn da jetzt Ausfälle durch Krankheit oder während der Pandemie durch Quarantäne beispielsweise kurzfristig auftreten, ja, ist jetzt da die Möglichkeit, da jetzt verschiedene Änderungen zu machen für jeden einzelnen Dienst. Ja, kann der Planer hier jetzt da Ersatzbesetzungen sich anzeigen lassen? Ja, wir sehen hier das Grüne hier, der wird quasi eine ideale Ersatzbesetzung, die das mathematische Modell bestimmt hat, hier angezeigt, ja, die jetzt für diesen Dienst an diesem konkreten Tag da empfohlen wird. Ja, und unten drunter werden noch verschiedene weitere Ersatzbesetzungen angezeigt. Die Namen hier sind natürlich alles Fantasienamen, das Datenschutz wegen, haben wir Ihnen natürlich keine realen Namen, wirklichen Mitarbeitenden in der Klinik hier gezeigt. Ja, aber das ist schon vor der Pandemie sehr hilfreich gewesen, diese Möglichkeit, da Ersatzbesetzungen zu bekommen, die vorgeschlagen werden und auch passen für jeden Dienst und diese dann auch komfortabel hier einpflegen zu können. Was war jetzt der globale Nutzen insgesamt des Ganzen, ja, in der Praxis und auch der Pandemiepraxis jetzt innerhalb des letzten Jahres? Gut, ja, insgesamt konnten wir mit der Planungssoftware im Vergleich zu vorher geschehenen händischen Planungen auf Zettel und Papier die Qualität der erstellten Dienstpläne deutlich verbessern. Ja, das heißt, diese digitale Planungsunterstützung
hat auch Nutzen gehabt und wir konnten ja sowas erreichen, wie dass diese Mindestbesetzungen, die nötig sind, eben immer eingehalten werden. Wir haben eine faire Verteilung der Arbeitsbelastung erreichen können und auch eine bessere Berücksichtigung von Wünschen der Mitarbeitenden. Speziell während der Pandemie wurde dadurch auch die Planung erleichtert, unter anderem dadurch, dass unvermeidbare Unterbesetzungen aufgrund von Personalmangel eben frühzeitig entdeckt werden konnten, sodass man darauf vielleicht dann noch reagieren konnte, aber auch vor allem diese Sache mit kurzfristigen Änderungen, wenn da aufgrund von Krankheit oder Quarantäne Personal ausfällt, dass man da Ersatzbesetzungen vorgeschlagen bekommt und damit kurzfristige Änderungen eben bestmöglich umsetzen kann und einpflegen kann. Zusätzlich sind eben die Planungsmodelle, die wir da formuliert haben, auch flexibel in der Hinsicht, dass man eben neue Bedingungen, die sich ergeben, wie beispielsweise die vorhin angesprochene Personaltrennung zwischen Diensten auf Covid-Stationen und Nicht-Covid-Stationen, beziehungsweise auch die neue Einführung solcher Dienste auf neu eingerichteten Covid-Stationen, dass man das eben auch relativ einfach in das Modell hinzufügen kann und man muss quasi nicht ein komplett neues Planungsmodell sich überlegen für die einzelne Klinik jeweils, wenn da solche neuen Bedingungen auftreten. Also insgesamt kann man sagen, dass diese digitale Planungsunterstützung bei der Personaleinsatzplanung in Krankenhäusern einen großen Nutzen bringen kann, aber in der Praxis noch nicht an allen Stellen heutzutage wirklich eingesetzt wird. Gut, das war es dann auch für meinen Teil soweit erstmal zur Personaleinsatzplanung. Ja, wenn Sie Fragen haben, gerne dann im Anschluss an den zweiten Vortragsteil zum Thema Bettenplanung. Und dafür übergebe ich dann jetzt an meinen Kollegen Alexander Hübner. Genau, dann mache ich an der Stelle weiter. Müsste ich meinen Bildschirm zu sehen sein. Wie gesagt, Alexander Hübner ist mein Name. Ich übernehme den zweiten Teil der Präsentation, nämlich um die zweite wesentliche Ressource im Krankenhaus, nämlich die Betten. Wenn man über Ressourcenplanung im Krankenhaus spricht, dreht sich es meistens eigentlich um drei Ressourcen. Das eine ist nämlich der OP-Saal als die teuerste Ressource. Das zweite ist das Personal, das das ganze Krankenhaus betreiben muss. Das dritte ist das Bett, wo der Patient danach hin muss. Und vor allem das Personal und das Bett sind die Ressourcen, die knapp waren in bestimmten Bereichen während der Pandemie. Deshalb gehen wir auch auf das Thema Betten nochmal ein. Ich möchte in meinem Vortrag auf drei Punkte eingehen. Das erstmal nochmal die Thematik einführen, warum das die Bettenplanung nicht so einfach ist und damit auch zu gewissen Versachlichung der Diskussion, die es dazu auch in der Presse gab, beitragen. Und dann auf zwei Planungsbereiche eingehen, nämlich das erste ist die langfristige Planung der Bettenkapazität, die man hat und den Einfluss dann der Pandemie darauf. Und das zweite ist dann wirklich die kurzfristige, die operative Planung, wie ein Patient ein Bett zugewiesen bekommt und auch hier dann wieder, was in den letzten 15 Monaten gelernt haben oder was da die Veränderungen waren. Dann nochmal ein Gesamtfazit über unsere beiden Vorträge machen. Es gibt sehr viele Schlagzeilen. Wenn man einfach mal Bett und Corona eingibt, findet man sehr viele ob es jetzt Boulevardpresse ist oder ob es der Spiegel ist oder auch das Ärzteblatt ist, bei dem einerseits die Knappheit der Betten diskutiert wird, also Knappheit, die sicherlich gegeben war auf den Intensivkapazitäten während der Pandemie, aber auch wiederum, wie es hier links unten steht, dass es doch eine niedrige Bettenauslastung gab, nämlich in den Nicht-Corona-Bereichen, weil manche Patienten nicht kommen konnten oder auch nicht kommen wollten. Das ist die eine Seite der Diskussion, die man hatte, reichen die Betten und warum stehen dann doch noch welche frei? Und das, was auf der rechten Seite steht, das sind so Schlagzeilen, die sich ergeben haben aufgrund von Zahlen, die man aufgegriffen hat über verfügbare Betten, ohne dass man es vielleicht auch komplett durchdrungen hatte, was denn hinter diesen Zahlen steckt oder wie diese Zahlen zustande kommen. Und deshalb möchte ich da vor allem zu dem rechten Teil mal auf der nächsten Folie eingehen. Wenn wir über ein Krankenhausbett sprechen, dann hat man manchmal vielleicht von außerhalb vielleicht die Vorstellung, das ist wie ein Hotelbett.
Da gibt's einfach Räume und da sind Betten drin und das determiniert die Kapazität, die verfügbar ist und die aufgeteilt werden kann. So ist es für ein Hotel, so ist es aber nicht für ein Krankenhaus, weil da stecken noch mehrere Faktoren dahinter. Das sind einerseits mal die Pflegekräfte. Und die eine Schlagzeile, die es vor ein paar Wochen gab, mit es gibt weniger Intensivbetten, kommt einfach durch einen Schlüssel zustande, der neu festgelegt worden ist, wie viele Pflegekräfte man oder wie viele Betten eine Pflegekraft denn bewerkstelligen kann. Und das ist natürlich in der Corona-Zeit mit den ganzen Schutzausrüstungen geringer gewesen. So gab es eine andere Umschlüsselung, weil man bestimmtes Personalkapazität hat und die umgerechnet dann mit dem Schlüssel einfach zu weniger Bettenkapazitäten geführt hat. Das ist halt das erste Komponente, die da mit reinspielt. Die zweite Komponente ist auch das Equipment, also die Gerätschaften, die medizinische Unterstützungsgeräte, die benötigt werden, wie hier das Beatmungsgerät auf dem Bild, das auch determiniert, wie viel an Kapazitäten ich dann verfügbar habe. Der dritte Bereich sind dann die Mediziner, also die Doktoren, die natürlich dann die medizinische Betreuung übernehmen können, als einer der Bottlenecks dann in der ganzen Geschichte. Und auch der Patient selbst spielt hier natürlich eine große Rolle, was ich an Kapazitäten überhaupt verfügbar habe. Gibt es infektiöse Patienten, dann müssen die separat gelegt werden, dann können die zum Beispiel nicht zu zweit im Zimmer sein. Dann gibt es noch die Trennung zwischen Geschlechtern, die auch dann dazu führen, dass vielleicht manche Betten nicht mehr verfügbar sind, wenn einfach ein höherer Männeranteil da ist und dann ein Bett für eine Frau dann nicht halt in das gleiche Bett, in das gleiche Zimmer gestellt werden kann. Also das alles außenrum spielt eine Rolle, wenn man über die Bettenkapazitäten spricht und die verfügbaren Kapazitäten mit den zwei Wesentlichen. Eigentlich ist das Personal, sowohl auf Ärzteseite als auch auf Pflegeseite, die dann damit die verfügbaren Betten bestimmen. Wie ist so ein Krankenhaus jetzt mal aufgebaut? Mal als Grundlage, damit wir dann über die Bettenteilung sprechen können. Es gibt erstmal die Fachabteilungen, sowas wie die Kardiologie oder die Chirurgie, die über einen bestimmten Pool an Pflegestationen dann verfügen. Also da gibt es langfristig festgelegt, wie viele Pflegestationen, also hier im Englischen die Wards, einer Fachabteilung zugeteilt werden können. Und hinter jeder Pflegestation stehen dann immer eine Anzahl von Räumen, von zwei Bettenzimmern, vier Betten, sechs Bettenzimmern, die dann jeweils die Kapazität dann dazu bestimmen. Also das ist immer zur Begrifflichkeit, wie das zustande kommt. Es gibt immer zwei Planungsschritte in dem Bereich, nämlich die Fachabteilung und auch Planung und Monitoring. Die Fachabteilung monitort den Bereich und die Pflegestation schaut auch auf den Bereich, was man da an Betten haben kann. Wenn man auf diese Bereiche schaut und wenn man in die Krankenhäuser schaut, dann gibt es einen Teil, der läuft automatisiert oder digital. Vieles läuft aber auch noch per Zettel und Papier, was einfach dem geschuldet ist, wenn man einen kleinen Bereich hat, wenn man eine Pflegestation hat, vielleicht mit 12 oder 24 Betten, dann kann so eine manuelle Planung hier auf dem, wie hier dargestellt, auf diesem Bild, da kann das funktionieren für diesen kleinen Bereich, wo man sagt, hier, das sind die Aufnahmen, die stehen in diesem Kalender drin, wann wer kommt und wann die Entlassungen sind und damit kann ich das managen. Das ist natürlich sehr schlank gehalten, aber hat natürlich auch gewisse Nachteile. Genauso gibt es auf diesen Pflegestationen gibt's oft solche Tafeln, bei denen die Zimmernummern und dann halt der Patient oder die Patientin jeweils dargestellt sind, als rosa, dann hier die Frau oder blau der Mann. Und wenn man Karten querstellt, das heißt dann, der Patient wird entlassen. Das verschlankt natürlich erstmal die Prozesse auf der Station. Deshalb hat sich das auch über Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich auch bewährt, hat aber dann seine Grenzen. Und dann habe ich mir jetzt nochmal das Zitat von Clemens Thielen, das er auch schon verwendet hatte, von Jens Spahn kopiert, dass das natürlich eine Planungssituation ist, die in der heutigen Zeit nicht mehr optimal sein kann.
Und ich möchte dann auch nochmal im späteren des Vortrags darauf eingehen, warum das ist gerade in der Pandemie diese verschlankten Prozesse schwierig waren. Und eine weitere Schwierigkeit, die wir bei der Bettenplanung haben, ist, hängt damit zusammen, wie die Patienten entlassen werden. Sie sehen hier links ein bewusst gewähltes schlechtes Beispiel, wie sich die Entlassungen über den Tag verteilen. Ja, das sehen Sie, eigentlich war das Ziel, dass die Patienten, also die entlassen werden dürfen, von diesem Fachbereich bis um 11 Uhr das Bett verlassen haben, das Bett wieder freigemacht haben für neue Patienten. Es ist aber so, dass das ein Fachbereich, bei dem sehr viel operiert wird. Deshalb kommen die Ärzte erst dazu, dass sie nachmittags den Arztbrief schreiben und den Patienten vielleicht nochmal final sehen und dann viele der Patienten erst sehr spät entlassen werden und dann auch abgeholt werden können. Und damit sieht man halt, dass das Bett eigentlich auch den ganzen Tag, also wenn das nach 16 Uhr stattfindet, wenn der Arzt dann vielleicht erst abends kommt, das Bett zwar den ganzen Tag blockiert worden ist, in den öffentlichen Statistiken oder den Reports, die es im Krankenhaus gibt, gibt es aber immer einen festen Zeitpunkt, das ist nämlich Mitternacht. Das gibt es auch hier die sogenannte Mitternachtsstatistik. Und da werden die belegten Betten nur gezählt, die nachts um 24 Uhr belegt waren. Und das verzerrt natürlich auch etwas das Bild, was wirklich verfügbar ist. Wenn Sie hier links sehen, da war ein Bett vielleicht schon um 9 Uhr frei oder ist es erst um 20 Uhr frei und verbucht und kontrolliert, beziehungsweise in Planungsschritten wird aber nur festgehalten, was um 0 Uhr belegt war. Also das führt auch zu gewissen Verzerrungen dann in der ganzen Geschichte. Mal kurz die Herausforderungen bei der Bettenplanung zusammengefasst. Es gibt viele schlanke und entwickelte Prozesse auf den Stationen. Das funktioniert so lange gut, solange man nur eine kleine Anzahl von Betten hat. Und eine zweite Herausforderung, die wir noch, zweites Problem, das wir noch haben, ist, wir haben in diesen Berichten, die auch dazu dienen, bestimmte Entscheidungen immer zu treffen für die Patientenzuordnung, für die Kapazitätsplanung, weil immer Reports, die sich auf diese Mitternachtsstatistik beziehen, aber die Patienten auch teilweise den ganzen Zeit im Bett sein können. Die Probleme, die sich da ergeben, sind eigentlich offensichtlich. Man hat eine eingeschränkte Transparenz über die Verfügbarkeit von Betten. Das Zweite ist, man hat, wenn die Frau Kiechle ein Bett sucht, wenn bei ihr mal die Pflegestation vollläuft und das manuell geplant wird, dann muss sie anrufen bei den Kollegen, ob da noch ein Bett frei ist, um dort eine Patientin unterzubringen. Das hindert natürlich den Austausch, diese stationsbezogene Planung und erschwert natürlich auch den ganzen Aufnahme- und Entlassprozess. Also um das zu adressieren, gibt es verschiedene Planungsansätze, denen sich jetzt die Betriebswirtschaft, die Mathematik auch auseinandergesetzt hat, das, was teilweise auch aus der Industrie verwendet wird oder aus dem Handel, auch in den Healthcare Operations, also in dem operativen Betrieb von Krankenhäusern zu übertragen oder weiterzuentwickeln. Und ich möchte jetzt auf zwei eingehen, nämlich die langfristige Planung, also Kapazitätsplanung, und dann die kurzfristige Planung, was da Herausforderungen sind und mögliche Ansätze sind und was da die Auswirkungen während Covid-19 waren. Erstmal, ich will es jetzt nicht erschlagen, aber mal zeigen, wie viele Abhängigkeiten das es eigentlich gibt bei so einer Planung. Wie ich anfangs gesagt habe, es gibt die drei wesentlichen Ressourcen, sind im Krankenhaus der OP-Saal als teure Ressource, das Personal als knappe Ressource und das Bett auch als knappe Ressource, die zu planen gibt. Und dann gibt es auch unterstützende Funktionen. Und man unterscheidet hier in der Regel nach der Fristigkeit der Entscheidungen, also legt man langfristig Kapazitäten fest oder geht es dann um die Zuordnung, also die Aufnahme eines Patienten nach kurzfristigen. Und ich möchte auf das langfristige und das kurzfristige im Folgenden eingehen. Und es gibt entsprechende Abhängigkeiten natürlich auch immer zur Personalplanung dazu. Bei der Kapazitätsplanung sind im Wesentlichen vier Punkte zu berücksichtigen. Einerseits mal habe ich das Personal zur Verfügung, also welche Ärzte habe ich, welche Ärztetypen, welche, also Oberärzte, Fachärzte, Chefärzte und welche Kapazitäten haben die ich bei der Bettenplanung dann berücksichtigen muss.
wie viel räumlichen Platz habe ich zur Verfügung und wie passen die Patienten auch zusammen? Also wie kann ich die, gibt es Infektionsmöglichkeiten oder gibt es soziale Einschränkungen oder Sachen, die man dabei berücksichtigen muss, um die zu trennen? Und dann gibt es noch Ausgleichseffekte, die man bei dem, auf das ich gleich nochmal eingehe, die man da berücksichtigen muss. Auch hier kann man Verfahren des Operations Research, also aus der mathematischen Modellierung nutzen, um diese Entscheidungen abzubilden und optimalst zu lösen. Hier steckt ähnlich wie bei der Personaleinsatzplanung einfach eine Zielfunktion dahinter, die optimale Ausgleich schafft zwischen der Betten, zwischen den Leveling von Bettenkapazitäten und den Komplexitäten, die sich fürs Personal ergeben und bestimmten Voraussetzungen, dass zum Beispiel die Wege für Ärzte nicht so weit sind, dass sie zum Beispiel nicht einen Patienten im ersten Stockwerk und im sechsten Stockwerk hätten. Das kann man hier entsprechend hier abbilden und entsprechend dann lösen. Das ist eigentlich so die Kunst, die damit dahinter steckt, um das bestmöglich abzubilden. Wenn man das dann macht, habe ich hier mal ein Beispiel mitgebracht, das sind hier vier Fachabteilungen und Sie sehen hier über die Woche verteilt die Auslastungen, also die Bettenbedarfe. Jetzt haben wir hier zum Beispiel der erste Bereich, das könnte jetzt die Chirurgie sein, die operieren sehr viel am Montag, Dienstag und da bleiben die Patienten ein, zwei Tage noch im Bett oder müssen noch überwacht werden. Deshalb hat man hier einen größeren Bettenbedarf in der Mitte der Woche und dann nimmt es zum Wochenende hin wieder ab. So, da gibt es verschiedene Profile, die man erkennt. Und jetzt hat er aber im Schnitt, hat jeder nur 30 Betten zur Verfügung. Was dann heißt, einerseits am Wochenende hat man Leerstände, unter der Woche reicht es nicht aus. Und dann geht das Rumtelefonieren los. Ihr habt eigentlich noch irgendwo im Krankenhaus, ist da noch ein Bett frei. So, und das kann man halt umgehen, indem man bestimmte Cluster bildet und die Kapazität gemeinsam plant. Wenn man jetzt das Department 1 und 2, die zwei ähnliche Profile haben, also zum Höhepunkt in der Mitte der Woche und dann zum Wochenende abnehmend, dann gewinnt man eigentlich nichts, wenn man die zusammenlegt, weil man dann von diesen 60 Betten, die verfügbar wären, trotzdem 14 Patienten eigentlich irgendwo anders untergebracht werden müssen, im schlimmsten Fall dann sogar auf dem Gang. Besser ist daher zum Beispiel das Department 1 und 3 zusammenzulegen, wo sich das über die Woche stärker ausgleicht und man eine besser gelevelte Belegung hinbekommt. Und das kann man halt mit diesen entsprechenden Modellen machen. So. Und das, also das zur Kapazitätsplanung, und das war natürlich auch eine Herausforderung und ist es auch immer noch in der Pandemie, auch in Deutschland gewesen. Und hier hat man in der Pandemie bei der Kapazitätsplanung gab es verschiedene Entwicklungen, denke nach meiner Ansicht die wesentlichsten, die es da gab bei der Kapazitätsplanung. Man hatte erstmal, und Maßnahmen, die man unternommen hat, man hat erstmal zwischen den infektiösen und nicht infektiösen, also zwischen Covid-, Non-Covid-Bereichen getrennt und hat das in Krankenhäusern halt entweder auf ganzen Stockwerken oder Pflegestationen und wenn es regionale Krankenhäuser waren, dann hat Verbünde waren, dann hat man sogar einzelne Krankenhäuser festgelegt, die Covid-Krankenhäuser waren und andere, die den Normalbetrieb aufrechterhalten haben. Was dann die Folge war, sehen Sie rechts, dieses Pooling der Bettenkapazitäten, das war gar nicht mehr möglich, so diesen Ausgleichseffekt, den wir hier gerade noch auf der vorletzten Folie hier hatten, wo man dann einfach Spitzen ausgleichen kann. Das geht dann in der Art gar nicht mehr, sondern was man gepoolt hat, ist, man hat einen großen Bereich Covid gebildet und der Rest musste mit den weiter verfügbaren Betten zurechtkommen. Das ist natürlich nicht auf betriebswirtschaftliche Optimierung dann mehr möglich gewesen oder Ressourceneffizienz, sondern nur dem geschuldet, dass man also Infektion, nicht Infektion trennen konnte. Das Gleiche, was man gesehen hat beim Bettenbereich, ist, man hat für die Covid-Behandlungen versucht, Kapazitäten freizuschaufeln, was ja Thiel gerade auch erklärt hat, durch Umordnung von Schichten oder auch von Backup-Kapazitäten, weil sich Pfleger und Ärzte auch infiziert hatten und dann ausgefallen sind, sodass man freie Kapazitäten schaffen musste,
was dann die Auswirkung war, dass dann bestimmte Bereiche, und das war ja auch in der Presse, dass dann bestimmte Bereiche dann nicht mehr voll ausgelastet waren, sondern eher unterausgelastet waren und damit ja auch betriebswirtschaftliche Konsequenzen dann damit waren. Was wir aber auch gesehen haben, und das ist eine Weiterentwicklung, und da hat die Pandemie dann schon wieder als ähnlich wie vielleicht für Digitalisierung in Schulen und anderen Bereichen gewirkt, dann schon aufgezeigt, wo es hakt. Und was aber auch notwendig war, dass man auf nationaler und regionaler Ebene sehr transparent die Intermediate Care, also die Intensivkapazitäten gemonitort hat und reportiert hat. Es gibt öffentliche Berichte, auch vom RKI, wo das tagesaktuell dargestellt wird, was die entsprechenden Kapazitäten und freien verfügbaren Betten sind. Das führt zu einer hohen Transparenz und kann natürlich auch entsprechend für die Planung eingesetzt werden. Ist aber, was ich vorhin auch noch gesagt hatte, natürlich immer hängt davon ab, wie tagesaktuell oder wie stundenaktuell eigentlich auch die Daten gepflegt und eingebucht werden können und wie die Aufnahme- und Entlassprozesse sind. Genau. Jetzt nochmal im zweiten Teil dann auf die operative Planung ein. Auch das hat die Auswirkungen auf die Pandemie, nämlich wie der Patient auf ein Bett zugeordnet wird. Also geht es darum, ein Patient kommt ins Krankenhaus und muss jetzt aufgeteilt werden. Also muss jetzt einzelnen Betten, also in einzelnen Zimmern zugeordnet werden. Eine einfache Zuordnung oder Regel, die man da immer beachten muss, ist Männlein und Männlein und Weiblein und Weiblein und nicht gemischt, dass die zugeordnet werden müssen. Dann versucht man auch für andere Interessen noch zu berücksichtigen, nämlich das, was hier rechts steht, dass man die entsprechenden Infrastrukturen auch zur Verfügung hat und dass auch auf der Pflegestation, dass man nicht auf eine Station alle schwierigen Fälle zuordnet und damit das Personal überlastet und auf einer anderen Station nur alle leichten Fälle hätte. Das versucht man auszugleichen, und auch das Gleiche gilt eigentlich für Ärzte. Also das ist so die Interessen, die man berücksichtigen muss bei dieser Planung. Der Patient, der soll erstmal in ein passendes Zimmer kommen. Idealerweise vielleicht auch noch, also sollte man nicht die ältere Dame mit dem Teenager in das gleiche Zimmer packen, sondern vielleicht auch altersmäßig ist ein guter Indikator, dass wir gemeinsam machen, die Pflegekräfte nicht überlasten und die Doktoren auch, dass die ihre Patienten einigermaßen zusammen haben sollen. Das ist die Entscheidung, die man hier dann bei der Patientenbettzuordnung machen muss. Und das ist keine triviale Entscheidung, möchte ich anhand dieses Beispiels mal darstellen. Das könnte ein typischer Planungsablauf während des Tages sein. Sie sehen hier sechs Betten über einen Planungshorizont von 6 Tagen. Und da gibt es eine Planung, immer wenn es hier so grau ist, da sind Patienten sind für dieses Bett zugeordnet und belegen dann für diese Tage das Bett. Und immer wenn ein grauer Stich kommt, dann gibt es einen Wechsel, dann kommt ein neuer Patient rein. Es passiert aber Folgendes unter so einem Tag. Ja, plötzlich kommt ein Patient, der eigentlich ein elektiver Patient war, der kommt nicht. Also es gibt eine No-Show. Kann vielleicht nicht operiert werden, weil er jetzt eine andere Krankheit hat oder weil sich was festgestellt hat. Also fällt das Bett jetzt plötzlich wieder frei. Dann gibt es andere Patienten, die müssen länger im Krankenhaus bleiben, weil man halt Komplikationen festgestellt hat oder dürfen vielleicht sogar früher raus. Also es gibt den Length of Stay, ein Update, und dann hat das auch wieder, muss man nämlich den ursprünglich eingeplanten Patienten, die man hier im Tag 4 hatte, muss man wieder neu zuordnen, muss man den auch wieder verschieben. Dann kommt ein Notfallpatient rein, den man gar nicht wusste, dass der kommt. Der kann dann in dieses frei gewordene Bett rein. Und dann stellt man plötzlich eine Infektion fest von einem. Dann muss die aus diesem Bett raus und muss in ein neues Zimmer. Also sehen hier, tagtägliche Event oder Brot der Ärzte und Pflegekräfte aus den Stationen, um das anzupassen. Das war das eine Problem, das es gibt. Die zweite Herausforderung ist, im Krankenhaus immer das Notfallaufkommen und das unplanbare Aufkommen. Und das ist natürlich auch das Unplanbare, das war natürlich in der Pandemie noch größer. Sie sehen hier eine Zahl, so eine Fieberkurve hier von Notfallaufkommen von einem Maximalversorgerkrankenhaus von zwei Disziplinen zusammen.
Und Sie sehen hier schon in der Spitze, und das sind Verteilungen über 1000 Tage, also knapp 3 Jahre. Da gab es Tage, da hatte man fast 90 Notfallpatienten, die da gekommen sind, und Tage, wo es weniger als 30 waren. Aber alle 90, die kommen, wollen auch ein Bett haben, wollen aufgenommen werden und wollen versorgt werden. Und wenn man nur die 30 hat, ja, dann will man ja auch nicht, dass das Personal nur rumsteht und Däumchen dreht, sondern will das auch ja bestmöglich nutzen. So, und da kommen, da kann man jetzt Verfahren einsetzen oder erstmal mit anderen Daten noch kombinieren. Das haben wir nämlich hier gemacht, nämlich um hier die Prognose der Notfallaufkommen zu verbessern. Und da haben wir erstmal, welche Wochentage sind, gibt es Wettereinflüsse, gibt es Volksfeste, die einen Einfluss haben, Urlaubstage und auch andere Events, die einen Einfluss haben. Und das haben wir dann mit Verfahren der künstlichen Intelligenz und Machine Learning getestet. Und dann kann man verschiedene Treiber feststellen. Das ist jetzt eine sehr volle Folie. Ich möchte auf das hier unten mal eingehen. Das ist jetzt das, wenn Sie hier weit rechts sind, dann ist das ein Treiber, der maßgeblich determiniert, ob das Notfallaufkommen steigt oder sinkt. Das ist hier die Unfallchirurgie. Und die drei wesentlichen Treiber sind nämlich die Tieftemperaturen, also wenn es kalt war, wenn es im ersten Quartal war und wenn es hohe Temperaturschwankungen gab. Also wenn es Blitzeis zum Beispiel gab, dann steigt das Notfallaufkommen in der Unfallchirurgie. Damit kann man das relativ gut erklären. Anders ist es bei der Gastroenterologie. Also alles Magen-Darm-Geschichten, da hängt es vom Wochentag ab. Nämlich immer, wenn die Hausärzte nicht keinen Dienst haben oder wenn man zu lange gewartet hat, nämlich am Samstag und am Sonntag, dann steigt das Notfallaufkommen in dem Bereich. Und mit diesen, also mit Verfahren der künstlichen Intelligenz, Machine Learning, kann man das ganz gut erkennen und kann das dann besser prognostizieren. Das haben wir hier auch gemacht. Und Sie sehen hier rechts, wie man durch künstliche Intelligenz die Prognosegüte erhöhen kann, im Vergleich zu einfachen Verfahren. In dem Fall waren es bis zu 17%, können wir damit jetzt haben wir einen geringeren Prognosefehler, den man damit mit diesen Verfahren erzielen kann. Und das kann man natürlich für die Planung dann entsprechend einsetzen. Und dann auch entsprechend nutzen. In der Pandemie gab es, das wiederholt sich jetzt eigentlich auch da bei dieser operativen Planung, gab es viel mehr Transparenz und den Bedarf, das zu monitoren und die Betten zu identifizieren. Und das hat insgesamt einen Schub für die Digitalisierung gegeben und auch für die Transparenz, die man hat. Und was wir noch auch gesehen haben, was ich gerade noch nicht eingegangen bin, ist, was dieses Verschieben von elektiven, also von nicht den Notfallaufkommen, sondern von geplanten Eingriffen, da wurde viel verschoben und das hat zu einer zu einer geringeren Nutzung der regulären Betten geführt und zu einer gewissen Verschiebung. Genau. Damit möchte ich jetzt auch zum Fazit kommen unserer beiden Vorträge und freue mich dann auf die Fragen. Also was hat man insgesamt, was hat die Pandemie bewirkt für die Personal- und Bettenplanung? Was wir gesehen haben, ist, dass man natürlich von dem kommt, dass man sehr viel manuell plant und sehr viel improvisiert, was im Krankenhaus ja immer sehr gut funktioniert, die Improvisation. Das begeistert mich immer wieder. Aber dass diese manuelle Planung natürlich eine gewisse Grenzen hat. Und daher schon im letzten Jahrzehnt, da wir jetzt noch verstärkter diese Entscheidungsunterstützungssysteme zum Einsatz kommen in Normalzeiten und vor allem in der Krise. Weil damit, wenn ich es einfach erkläre, vorher hat man vielleicht nur die eine Pflegestation geplant. Jetzt muss man den ganzen Gang oder das ganze Krankenhaus, also statt 24 Betten vielleicht 200 Betten gleichzeitig planen, und das geht mit Zettel und Stift halt nicht mehr. Deshalb braucht man diese Entscheidungsunterstützungssysteme und führt dann zu einer stärkeren Nutzung der digitalen Tools, also der größere Planungsumfang, den man hat. Man musste viel stärker flexibilisieren. Das Beispiel von Ventilen mit dem Personaleinsatz
durch Backup, durch Covid-Erkrankungen oder andere Personalausfälle musste man viel flexibler reagieren und Personal und Betten auf- und abbauen. Und das kann man halt mit diesen digitalen Unterstützungstools entsprechend tun. Und es gab seitens der Gesetz, der Politik und der Entscheidungsträger auch den Bedarf, eine höhere Transparenz zu schaffen und hat hier dann auch zu einer gewissen stärkeren Digitalisierung im Krankenhaus geführt, das uns langfristig erhalten bleiben wird oder weiterentwickelt wird für die zukünftige Nutzung. Damit sind wir am Ende unserer Vorträge und bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die weiteren Fragen. Ja, lieber Herr Hübner, lieber Herr Thielen, ganz herzlichen Dank für Ihre beiden sehr schönen Vorträge. Es gibt leider wenig Fragen dazu, aber ich habe schon ein paar. Eine Frage aus dem Auditorium ist, was kostet ein Intensivbett im Vergleich zu einem normalen Bett pro Tag? Gute Frage, die kann ich jetzt gar nicht ad hoc quantifizieren. Dafür bin ich jetzt nicht der Mediziner, um das oder der Kostenrechner, um das zu quantifizieren. Ich habe eine Zahl im Kopf und was ein Normalbett kostet oder was ein Krankenhaus immer rechnet. Und das hängt aber dann auch wieder weil das ja gewisse Einflüsse hat. Also man hat ja nicht nur das Bett, also den Raum, wo das Essen drin ist und die Reinigungskraft, sondern es hängt immer davon ab, was der Personalschlüssel dann dafür ist, den man dafür hat und wie intensiv das gepflegt wird. Also ich habe eine Zahl von 300 Euro im Kopf für das Normalbett, was ein Normalbett kostet mit einer gewissen durchschnittlichen Pflegeleistung und Ärzteleistung pro Tag. Wenn man das jetzt mit einem Hotel vergleicht, selbst wenn Sie in eines der internationalen großen Ketten gehen, zahlen Sie normalerweise nicht 300 Euro pro Tag. Also das ist die Zahl, die ich im Kopf habe, was die Intensivkapazitäten und was da auch abgerechnet wird, das hängt immer dann ja auch davon ab, welche medizinischen Leistungen, technischen Geräte da auch noch mit reinfließen. Also das, glaube ich, kann man jetzt nicht zu pauschal so einfach sagen, was da der Unterschied ist. Ja, okay. Sie haben ja eingangs, Herr Hübner, in Ihrem Vortrag so ein paar Schlagzeilen gezeigt. Könnten Sie die vielleicht noch ein bisschen kommentieren? Was ist fake? Was ist richtig? Oder ich glaube, das fand ich jetzt ganz interessant. Auch immer die Diskussion um die Intensivbetten, waren die da wirklich zu knapp? Also ich kann jetzt ja nur für unser Klinikum sprechen, wo ich mich auskenne. Habe mich ehrlich gesagt gewundert über diese Schlagzeilen, weil unsere Intensivkapazitäten haben natürlich in den Wellen zugenommen, ist ja ganz klar, aber es war nie so, dass wir hier kurz vor dem Breakdown standen. Ja. Wenn man die Zeitschriften mitunter gelesen hat, dann hat man ja wirklich geglaubt, man ist ja auf einem anderen Kontinent. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist natürlich auch ein gewisses mediales Thema. Also gibt es verschiedene Perspektiven dazu, glaube ich. Also medial natürlich ein großes Thema. Ich glaube, ausgelöst war das mal durch diese Bilder, die man aus Bergamo kennt. Das hat natürlich dazu geführt, dass diese Intensivbetten und Überlastungen der Krankenhäuser, die natürlich auch sehr selektiv medial aufbereitet worden sind, dieses Thema Intensivkapazitäten. Ein sehr, sehr schönes Land. Ich liebe es, dort in Urlaub zu gehen, aber krank werden möchte ich dort nicht. Genau. Das ist mit unserem, ehrlich gesagt, nicht zu vergleichen. Ja, das ist richtig. Das war halt das mediale Bild am Anfang der Pandemie. Deshalb glaube ich, dass man es dadurch immer sehr stark in den Mittelpunkt gerückt hat. Dann kam noch dazu, dass das ist meine persönliche Wahrnehmung jetzt auch, die Warner und die praktisch auch medial dann immer gefragt worden sind, kommen wir denn durch, ist die Krise ernst, waren immer die Intensivmediziner. Man hat dann immer die Intensivmediziner in die Talkshows geholt, wenn es irgendwo ernst sein musste, weil die halt von ernsten Situationen auch berichten konnten. Aber wenn man auf die Zahlen schaut, die ja auch transparent sind, also wie die Auslastungen waren in Deutschland, dann waren wir Gott sei Dank nie, selbst im Höhepunkt der dritten Welle, nie bei dem Punkt, dass unsere Intensivkapazitäten nicht gereicht haben, deutschlandweit.
Was aber nicht heißt, also wenn das dass es regionale Spitzen gab, auch in Sachsen, wo es hohe Inzidenzzahlen gab, oder auch in bestimmten Bereichen Bayerns, wo es hohe Inzidenzen und hohe Fallzahlen gab, dass es einzelne Krankenhäuser gab, die an der Überlastung waren, wo es auch Verlegungen gab. Aber wir waren, oder einzelne Verlegungen geben hätte können. Ich glaube, aber wir waren nicht so weit, dass wir da waren. Diese Spitzen gab es im Ausland. Also ich habe das in Tschechien auch beobachtet. Da hat man dann in so Hochinzidenzgebieten, da hat man dann schon gesehen, da mussten dann von der deutsch-tschechischen Grenze sind dann Patienten verlegt worden, weil das dort nicht mehr ausgereicht hat. Aber das ist auch wieder ein anderes System. Wie Sie gesagt haben, in Deutschland waren wir meines Erachtens nie an der, wir waren an der Kapazitätsgrenze, aber nicht drüber, sodass wir dort die berühmte Triage, die jetzt dann da zu aller Munde war, durchführen mussten. Was aber schon der Fall war, dass man das gesehen hat, dass das Pflegepersonal auf den Intensivstationen extrem belastet war, psychisch, dann die ganze Schutzausrüstung zu tragen und irgendwie auch das Gefühl zu haben, dass es kein Ende nimmt. Ich glaube, dass die Pflege und die Ärzte auf den Stationen, die waren schon entsprechend belastet, das da gab. Das mal dazu noch ein weiterer Punkt ist, von dem, was leider immer aufgegriffen worden ist, und da gibt es halt bestimmte Strömungen in der Gesellschaft oder will man es politisch nutzen, ist, dass man sich halt Zahlen rauspickt und die dann entsprechend irgendwie anders darstellt. Also wenn man vom Abbau von Intensivbetten spricht oder vom Wegfall von den Intensivbetten spricht, da muss man halt immer einen Schritt auch weitergehen. Also was steckt dahinter? Deshalb wollte ich am Anfang nochmal sagen, es ist halt nicht das eine Bett, sondern es ist ein bestimmter Personalschlüssel, der dahinter steckt, bestimmter Pflegebedarf, der dahinter steckt. Und der hat sich während der Pandemie geändert und der hat sich aber auch immer geändert. Und diese Zahlen, da gab es auch vom RKI mal eine andere Berechnungsgrundlage. Ich habe es jetzt vergessen, die haben einmal was gedacht, das war der Personalschlüssel, den sie geändert haben. Und das hat dann gleich zum Wegfall von Betten, also von geführt. Und das war dann so eine Bild-Zeitungs-Nachricht, glaube ich, die man dann erstmal wieder erklären muss. Gut, da kann ich nur hoffen, dass Sie beide in ganz engem Dialog mit unserem Vorstand sind, damit die guten digitalen Ideen auch hier am Klinikum Rechts der ESA, also dem klinischen Campus, dem medizinischen Campus der TU München umgesetzt werden, denn davon sind wir ehrlich gesagt noch weit entfernt. Da fehlt es natürlich auch an finanziellen Ressourcen, das muss man ganz klar sagen. Digitalisierung ist klasse, Sie haben das super dargestellt, wie hilfreich das ist, aber es kostet natürlich Geld und muss bezahlt werden. Und die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser ist nicht gerade die beste. Also da braucht es noch viel, mal viel Geld, beziehungsweise viel Sprechbereitschaft, damit das Geld dann auch fließt, um hier die Krankenhäuser digital aufzurüsten. Weil ja teilweise man mit der Digitalisierung ja sogar Geld sparen kann, wenn man das gegenrechnet, weil also in vielen Kliniken ist das ja bei der Dienstplanung unter anderem noch so, das müssen dann teilweise den Dienstplan für die Ärzte für den nächsten Monat, muss einer der Ärzte selber machen und der sitzt dann da teilweise, wenn er da dann 40, 50 Ärzte für einen ganzen Monat oder noch länger planen soll mit den ganzen Bedingungen, dass da überhaupt einen Plan hinzukriegen, sitzt der da teilweise Stunden und Tage dran und wenn man diese Arbeitszeit gegenrechnet, die da von einem hochqualifizierten Mitarbeiter dann da verlangt wird, dann ist das natürlich auch Zeit, die dann für die Patientenversorgung konkret verloren geht, die man dann wieder gewinnen kann und was ja auch. Sie rennen offene Türen ein bei mir. Ja, also wenn Sie da Interesse haben, das bei Ihnen mehr einzusetzen, unsere Methoden, dann sind wir da natürlich sehr gerne sofort dabei. Ich komme ganz sicher auf Sie zurück. Ja, man muss vielleicht, man stellt sich natürlich, ich werde auch immer wieder gefragt, also komm, beschäftigst du dich als jemand, der aus Supply Chain Management kommt, mit Krankenhäusern? Und das ist eigentlich ganz einfach, diese Methoden, die wir da jetzt einsetzen, die kommen teilweise aus der Planung von der Industrie, wo man einfach
ja, die, wo die gewisse Effizienz dann notwendig war und auch aus anderen Handel, Dienstleistungsbereichen wie jetzt im Handel, wo man einfach diese Planungsmethoden einsetzt und eine Personaleinsatzplanung auch schon digitalisiert hat. Und das wird übertragen und weiterentwickelt auf die Anforderungen eines Krankenhauses. Das heißt, da gibt's ein ganz in unserer Community, die sich jetzt mit den Healthcare Operations beschäftigt, dass ganz viele weltweit, die sich auch damit beschäftigen, weiß halt da gerade, weil das Krankenhaus auch so spannend ist, also auf Forschungsgesichtspunkten, weil man dort die Interessen des Personals, der Patienten und auch der Klinikleitung, die ja auch immer auf die ökonomische Entwicklung schauen muss, da zusammenbringen muss. Und das ist ein spannendes Feld und auch kein leichtes Feld, das zu lösen. Also es gibt immer mehr kriterielle Entscheidungen. Also es gibt den Patienten, der natürlich, der jeder möchte den Chefarzt und möchte nur eine dezidierte Pflichtperson haben. Aber das funktioniert ja nicht. Ja? Und das muss man in so ein Spannungsfeld bringen. Das ist halt die Schwierigkeit im Krankenhaus. Genau. Ökonomisch und medizinisch. Genau, wir haben sehr viel mit Menschen zu tun und die Menschen sind auch noch krank. Das ist nicht so ganz einfach. Aber gut. Und das wird ja vielleicht auch schon so ein bisschen klar. Wir haben ja jetzt in den beiden Vorträgen über Betten und Personalplanung gesprochen, aber das war jetzt, also wie man ja gesehen hat, so ein bisschen getrennt, aber eigentlich ist das Ganze ja auch stark miteinander verknüpft. Der Herr Hübner hat es ja auf seinen Folien auch ein bisschen klar gemacht. Und nicht nur die Betten und das Personal sind ja bei der Planung eigentlich in einem Krankenhaus stark verknüpft. Eigentlich ja, ist das Krankenhaus ja ein gesamtes System, was man eigentlich gerne insgesamt planen und effizienter machen würde. Da spielen ja noch ganz andere komplexe Bereiche, wie die Planung des OPs unter anderem, eine Rolle, die dann damit wieder interagiert und Verlegungen in andere Krankenhäuser, Interaktionen nach außen. Eigentlich würde man das alles gerne noch viel besser gemeinsam planen, wo sich die Forschung und verschiedene Projekte bei uns auch mit beschäftigen. Aber das alles so zu können, dass man ein ganzes Krankenhaus als Ganzes abbilden kann in digitalen Planungsmodellen und da alles so planen, wie es vielleicht optimal aufeinander abgestimmt sein könnte, da ist man leider noch weit davon entfernt, auch heute. Und von daher ist das natürlich ein sehr interessantes Forschungsfeld auch für die Zukunft, wo man neue Methoden entwickeln kann, die dann halt auch in der Praxis hoffentlich einen weiteren großen Nutzen für die Patienten und die Mitarbeitenden im Krankenhaus dann haben können. Ja, das war doch ein tolles Schlusswort. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide für Ihre tollen Vorträge. Mich hat es natürlich ganz besonders interessiert, weil ich ja auch davon direkt betroffen bin und das letztendlich mein tägliches Brot ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen auch zu Hause gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Da geht es um die wirtschaftlichen Ausprägungen, die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch um 18:15 Uhr wieder. Schönen Abend an Sie.